hard to breathe, but that's alright. Hush. Höre Nüs, sagst du was? Das ist ein guter Ansatz, hör mal. Perfekto. Grüße gehen raus, Schiefaue, goes übelst, auch an Mecadrildo. Starten wir mal rein. So, was wir letztes Mal gemacht haben, ist, wir haben mehr oder weniger eigentlich das erste Level erst abgeschlossen. Vielleicht war es auch das Tutorial-Level, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe seitdem auch nicht weiter reingeschaut. Yes, Grüße gehen raus und wir machen einfach mal weiter. Wie gesagt, ich habe nicht gezockt, ich habe nicht reingeguckt, ich habe mich auch nicht informiert, was abgeht, worauf wir stoßen. Wie gesagt, letzte Session 2 Stunden und wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Abgeschlossen hat das Ganze ungefähr so, wir sind durch das erste Level gelaufen, haben irgendeinen Dude getroffen, der hat gesagt so, hey, nice, cool, dass du hier bist und lass uns mal gucken, was in der Welt abgeht. Ich bin Händler. Ich kann dir Geld geben und du haust für mich die Monster um. Hat sich prinzipiell gar nicht so cool angehört, aber gucken wir mal. Genau, das ist der Dude. Ikokuja, Amurita tomo yobare. 国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、ミスアルスイガーやモンスターダーゼンの裏に、ハブザクが神聖なマギータ支店を売るために。 お前みたいなやつを探してたってわけだ。まず俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、ヒデノジ。Okay, keine Ahnung, was in der Story genau abgeht, aber anscheinend laufen jetzt einfach dem Boy hinterher, weil er ist ein Händler und er gibt uns Geld und wir töten jetzt für ihn irgendwelche Monster. Fine for me. Unterschied zum letzten Mal so ein bisschen. Ich muss gleich mal gucken. Aber ich glaube, das funktioniert. Ihr seht jetzt auf jeden Fall meinen Controller. So ein bisschen Input. Ich hoffe, dass irgendwelche Pros reinkommen und ein bisschen gucken können, wie ich das auch hinkriege. Jetzt mal als erstes, das ist der Ausgangspunkt. Da waren wir. Pune Stufe 10, ich bin Stufe 8. Machen wir einfach mal die Nebenmission. Diebe, bla bla. Schauen wir uns die Banditen mal an.
Oldschool-Klassiker, ja, so ein bisschen, ne? Hidemaji, sassa to reisegi atsumete, hayame ni hikiage yo. Der Boy hat auf jeden Fall Angst. Ich könnte uns jemanden beschwören, aber wir gucken erstmal. Auf jeden Fall erstmal wieder auf die Steuerung klatschen. Ich hab keinen Plan. Temptation! Jute, danke fürs Follow, Keule. Auf bei dir ist Fresh. Guter Start ins Game auf jeden Fall. Läuft. Ist so. Du sagst es schief. Das war's für heute. Ich check's auch nicht so ganz. So, das Problem ist halt, die grüne Leiste ist meine Ausdauerleiste. Ne? Geht halt klassisch runter, wenn ich angreife und wenn ich sprinte. Und wenn die halt bei 0 ist, dann machen halt, glaube ich, selbst diese blöden NPCs hier halt irgendwie so einen Finisher-Move, der halt... Habt ihr gerade gesehen, was da abgeht. Kam noch gerade auf jeden Fall der eine Dude her, oder nicht? So, Brudi. Auf Wiedersehen. Bin mir nicht sicher, ob ich schon aufleveln kann. Ich hätte mal gucken sollen, wie viel Umrita ich jetzt brauche. Jetzt schnippeln hier erstmal ein paar Boys weg. Nee.
Kommentar-Schiene-Lernen ist jetzt eine Hüte, Junge. Punkt. Danke für den Sub, Junge. Stabil. Du musst dann nachher nochmal im Discord vorbeischauen, Brudi. Stream durch ist, mal gucken, was du gerade so am Zocken bist. Jedes Game normalerweise, okay. Loot in Ruhe die Kiste, dich kann keiner angreifen. Hätte ich aber auch mit rechnen können. Genau, die Roten, das sind Spieler, die hier gestorben sind. Was ich jetzt im Endeffekt machen kann, ist, ich kann die bekämpfen. Und man sieht quasi das Loot, was sie dabei haben und könnte mir quasi da im Zweifel eine bessere Waffe holen oder irgendwas anderes. Muss sie aber halt töten, im Zweifel töten die natürlich mich. Bei den blauen Schwertern ist das so, das sind auch andere Spieler, aber die laufen dann als NPCs mit mir rum und ich kann andere Leute quasi damit erlegen. Das heißt, die folgen mir und sind so ein bisschen Begleiter. Dafür muss ich ein Item anwenden und das macht natürlich Sinn bei irgendeinem Boss oder so. Bogenschütze da rum, wa? Klar. Ziemlich miserabel, ich habe keine Heiltränke mehr. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwie einen Shortcut aufmachen kann, aber... Sieht nicht so aus. Denselben Fehler wieder. So, das ist der Schrein, dann können wir... Hallo? What? Den können wir auch leveln. Ich wusste nicht, dass die Typen hier auch angreifen können. Alter, ist schon wieder ein guter Start. Normalerweise Klassiker halt so Dark Souls, ne? Du kannst hier alles machen, was du willst in der Welt, aber wenn du dich irgendwie ans Lagerfeuer setzt, hast du halt deine Ruhe.
Aber sowohl Kisten wie auch der Schrein hier sind wohl keine Safe Zone. Ja, wir haben 2 Level Ups. So, aufleveln. Wir können... Erleben ist immer gut. Das Herz gibt uns auf alles was. Das kriegen wir einfach mal rein. Perfekter Sound schief. Da sagst du was. So, Sekunde. So. Skillpunkte verteilen. Wechseln in eine andere Haltung. Das mache ich halt eh nie, ne? Ich weiß nicht, ob das die Pro-Player machen. Ob man das machen muss in diesem Game. Man hat halt 4 verschiedene Haltungen, ne? Ob du jetzt stark angreifst oder mit leichten Angriffen, je nachdem bist du unterschiedlich schnell. Aber halt im Kampf ist es halt immer so eine Sache, ne? Den nehmen wir auch mit. So. Ein Stufe 11 Spieler, Stufe 39 Spieler. Becher, ich habe keine Becher. Also muss ich ein paar von den Roten wegmachen. Ein paar von den Geistern, dann kriegen wir diese Becher und dann können wir uns einen Begleiter rufen. Der bufft sich erstmal, der Ficker. Schauen wir mal, was wir so gekriegt haben. Ausrüstung. Ich glaube, die Waffen sind eigentlich ganz geil. Und schwächeren. Ne. Ausdauer benötigt 6. Habe ich nicht, muss mal skillen. Kriegen wir aber hin. Okay, nehmen wir den direkt mit. Moin, Ole. Yeah.
Sei nicht ruhig. Klassiker. Nee, das hilft alles nichts. Ich habe auch wieder denselben Fehler gemacht. Das ist halt, sobald du keine Ausdauer mehr hast in dem Game, ist halt Game Over. Die finishen dich halt direkt. Den holen wir uns direkt mal ran hier. Becher. Kann man auch ruhig mal klatschen, so sieht's aus. Normalen NPCs hier sind nicht so die Probleme, aber die anderen. Ich hab keine Heilung mehr, das war jetzt blöd. Hier machen wir noch. Los! Mino Shigatana. Waffe. Vielleicht müssen wir hier auch mit was Kleinerem rein. Los, call, nee. Alles unter Kontrolle hier. Alles geplant. Oh my wow. Fällt mir. Yeah.
davon von... Ich glaube, die kriegen dann da im Zweifel auch Items oder ähnliches für. Ich kann es dir aber nicht genau sagen. Also ich wüsste jetzt auf jeden Fall noch nicht, wie ich meine Inkarnation hier selbst pöppen kann. Aber vermutlich ist das wieder so ein Offline-Ding, weißt du, wo du halt deine Inkarnation pöppst und kannst dann so ein bisschen offline entweder XP oder ein paar Items sammeln. So, Ruhe hier. Ich würde gerne irgendwo einen Shortcut aufmachen, aber irgendwie... Vielleicht ist das hier eine Nebenmission so, dass man da einfach schnell durch muss. Machen wir den Uwe da vorne mal weg und gucken mal, wo der nächste Schrein ist. Auch, hör mal. Ey, es ist nicht zu fassen. Mit einer Combo, ja, es ist... Vielleicht war ich da jetzt auch gerade zu gierig, aber es ist halt einfach echt dreist. Ich hatte 80% HP oder so. Oh, was wieder? Wo ist das Zeug? Recht, sagt er. Komm, Brudi. Keine Ausdauer mehr. Ich nochmal. So nicht. Die goldene Eins, so sieht's aus, Alcaramba. Aber der Kopf war die neue Nummer 1. Ich habe dann auch nur nachgezogen, muss ich sagen. Das ist ein hartes Battle hier am Start. Ey, aber meine Seelen oder Amrita sind weg, oder nicht? Ich habe doch genau hier gegen den Dude gekämpft. Battle begin. Ruhe. Jetzt erstmal nach hier. Okay, Boys. Ihr habt keinen Bock auf Stress. Ihr kommt also nur raus, wenn alle Gegner tot sind. 4200, die hätte ich auf jeden Fall gehabt. Das Game hat mir auf jeden Fall meine Amrita gewippt. Die hat ja Alcaramba, die geht mir auf jeden Fall abholen.
ständig anvisieren. Also. Surprise, motherfucker! Oh man. Es sind zu viele tote Spieler hier. Wer bist du? Ist auf jeden Fall der Hardcore-Move hier von den Boys. Okay, was will die Musik mir sagen? Ah, die da. What? Alter, dieses Game ist Krebs. Warum? Moin, Meister. Moin, ey, Karamba. Mach dir mal lieber was gegen den Affen, Mann, Alter. Den kenne ich, Brudi. Den kenne ich schon. Schlimme ist bei denen immer, dass sie halt einfach keine Lebensanzeige haben wie ein Boss, Alter. Wenn das wenigstens ein Boss wäre, dann müsste es so, okay. Du wurdest jetzt einfach gefinisht, war ein Boss, erster Try, easy. Aber nee, du machst da so drei kleine weg. Der Uwe kommt da aus nix gehüpft. Und dann ist Feierabend. Aber ich komme jetzt hier ein Homie ran. Ist Feierabend. Du snaist, Keule. Oh, so bad. Okay, Boys. So war das nicht geplant. Oh.
Es ist derselbe Scheiß vom Hof. Freunde, wird ein harter Abend. Ich sag's euch. Das Spiel ist mir nicht gesinnt. War aber auch trottelig, hier irgendwie den halben Raum reinzupullen. Aber was willst du machen? Vier Becher braucht der Dude. Kann man nicht. Alle vier Becher. Ja, Alkramer, klassisches Souls-like-Game. So, das ist eigentlich, kommst rein und manchmal läuft es und manchmal gehst du zweimal rein und denkst so, okay, ich mach wieder aus. Scheiße, bei den Moves hier lasse ich das am besten bleiben. Aber was will meiner sehen? Mach euch jetzt alle einzeln. Der dachte auch noch, der Ficker. Aber hat eine Waffe gedroppt. Die nehme ich jetzt. Ich weiß nicht genau, ob ich wieder zum Boss durch soll. Ist wie Bugfixing in Production. True Story, Bro. Ich will da eigentlich nicht hin, ohne dass ich hier so ein... Der ist doch nice. Ich brauche noch einen Becher, das heißt einen von den roten Gräbern. Holen wir uns hier mal so einen Spieler-Dude ran. Selbst der Ficker whippt mich, Alter, das kann's nicht sein. Jo, Uwe! Freunde. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Folgen den Plan jetzt. Das ist jetzt genauso. Wir holen den einen Dude hier unten weg. Ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht irgendwie das ganze Level zusammenpulle. Dann machen wir den weg, machen einen von den NPC-Boys weg. Und dann holen wir uns einen dazu. Böse Kopf. Auch anders machen. Kein Bock auf so eine Scheiße. Komm ran. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Immer so in den Games. Du hast irgendeine Fähigkeit oder irgendein Item, was relativ imbar ist. Und man hebt sich das auf und am Ende des Spiels gehst du raus und hast unendlich viele von diesen Items übrig und denkst dir, okay. Nein. Lass mich weg. Thank you.
Stirb einfach. Komm, Rudi. AMK. Das wird eine harte Runde heute Abend. Das sage ich euch. Hilft nichts. Reingekackt nochmal. Auch noch halb selbst damit um mit der Attacke, Alter. Warum macht ihr das? So, wir suchen uns jetzt den kleinsten Dude hier raus. Stufe 9. Stufe 9. Nee, Alter, der, der hat die Sense gehabt. Den holen wir auf jeden Fall nicht nochmal. Oh boy. Sieht das aus? Wir haben jetzt 5 Becher. Jetzt brauche ich nur noch 3. Okay. Wir holen uns noch einen von denen hier ran, machen den weg, dann leveln wir einmal auf und dann holen wir uns den Enki da oben. Der Name wird nicht angezeigt, das ist irgendein Ruski-Player. Das sind alles nur Ruski-Players hier. Eigentlich nichts Gutes geben. Gucken wir mal. Haben wir nix. Giftschutz, Dämonschutz. Kann man nicht richtig benutzen. Denk mir so, du kleine Lappen, was kommst du jetzt von der Seite an? Hey.
Einfach mies. Das ist noch nicht ganz raus. So. 500 Seelen noch bis Level ab. Wärst du für mich? Braucht man noch. Geht doch. Hier. Vielleicht habe ich auch, was ich noch gar nicht gecheckt habe, meine Gegenstände. Vertrautheit steigern, Schießpulverball, was? Nö. Hört sich nicht gut an. Haben wir's. Wer bist du? Du bist Level 19, den ich brauche nicht. Einmal Level up bitte. Was sind wir jetzt? Stufe 11, okay. Da sind wir back im Game. Namens Hollywood. Ich war doch gerade 39er. Ich könnte drauf schwören. Egal. 16, der hat einen Speer. Dem fehlt aber irgendein Ausrüstungsslot. Das sieht schon mal komisch aus. Das ist kein Kampfwaffe. Alexei! Du bist unser Boy, Brudi. Sehr schön, Daumen hoch, wir haben eine Mission. Komm mit mir. Alexei. Du ziehst die Agro, Brudi. Ich stehe hier rum und ich guck mal, was läuft.
Scheiße halt. Was macht der? Also du musst angreifen, sonst wird das nichts hier. Geh mal. Im Endeffekt muss man die Scheiße doch selbst regeln. Tun einfach so, als wäre das nie passiert. Vier Punkte. Kann auch knicken. Für das Follow for FD. Jaruna. In der Alexei kommt mir auf jeden Fall nicht mehr ran. Der ist auf jeden Fall nicht. Braucht nur zwei Becher, Mann. Da siehst du direkt. Wenn die Jungs zwei Becher brauchen, dann sind die zu nichts zu gebrauchen. Brauchen die so einen richtigen Klopper. Einer, der da reingeht, der tankt. Okay, gefällt mir schon mal. Der Boy verteilt halt richtig Schellen. Okay, Ios. Mitkommen. Neuer Versuch. Wir haben 8 Elixiere mittlerweile. Ich darf halt nur nicht in dieser Master-Kombi reinkommen. Da ist doch alles unter Kontrolle. Noch ein Buff-Food. Vertrautheit. Binden. Nach unten. Okay.
Okay, gute Synergie hier, der Typ gefällt mir. Das ist ein Trainer. Ecke raus, Junge! Danke fürs Follow. Es kann doch einfach nicht sein, Mann. Ich muss vielleicht einfach mit einem anderen Setup rein. Ich sehe nur zwei von diesen großen Schwertern, das ist vielleicht auch Unsinn. Banditenbeile. Weg mit dem Haus. Mach es noch! Es gibt es nicht. Das Game treibt einfach. Es will mich einfach fertig machen. Es hat einfach gesehen, okay, Boy. Kriegst du nicht mehr den scheiß Enki down? Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt mach dich einfach dieser kleine NPC hier am Start fertig. Leisten. Wir gehen jetzt einfach so rein. So, wir haben die Boys jetzt ja auch nicht gemacht.
So, Engie, komm ran, Junge. Immer diese Mongo-Attacke, Alter. Immer. Ich muss ja auf aggressiv spielen, das bringt sonst nichts. 35er Hits, die kann man sich auch sparen. Brauchst du noch gar nicht angreifen. Damit. Ja, komm. Tricks sind 3. Spamball. Ab geht der JJ. Keine Zeit zu verlieren hier. Vielleicht muss ich auch echt einfach mit dem falschen Bogen schießen gleich. So, JJ, Vollgas! I feel you, bro. Aber du hältst das aus. No. Das kann nicht sein, ey. Bye bye, JJ. Es kann nicht sein. Der verteilt die Schwinger des Todes. Aber halt durchgängig ist das Problem. So, der hört gar nicht mehr auf. So. Fuck off, Chief, Alter. Fuck off. For real. Der hört nicht mehr auf mit dieser scheiß Attacke. Der ist halt durchgängig am Spam. Ich meine, er springt in die Luft, dann wirft er sein Ding, das ist noch in Ordnung. Seine Sprungattacke ist auch okay, danach kann man ihn einsetzen. Aber dann, wenn der halt in seinen Move da reingeht,
peilt's einfach nicht. GG! Ihr seid alle scheiße. Fuck off, Chat. Fui. GG! Einfach nicht. So, Trainings One. Gucken, was der Enki macht. Schauen uns das jetzt einfach ganz genau an. Ja, ihr macht alle gar nichts. Wir wissen es. Ich schicke nur so rum. Ihr seid Deko. Uwe. Und der Start geht ab. So, Enki, zeig mal. Das hier ist dein Jump. Da haben wir Zeit. Da können wir die eindrücken. Jump, Sperrwurf. Können wir abwehren. Monkey Slash. Range 3000. Pause. Alter! Ausdauer. Ich hab Pastry, danke dir fürs Follow. Okay, Boys, wir machen eine 5-minütige Pause. Ja, Konzentrationspause. 2 Minuten. Und dann kommen wir wieder und gucken, wie es weitergeht. Bis gleich. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Danke für den Follow, Lysenti.
It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So, Freunde, weiter geht's. Mika, hast du einen Special-Tipp? Ich bin mir echt unsicher, wie man den wegmacht. Heißstands, dicker Angriff auf den Kopf, gestunt. Dann gebe ich ihm, heil ihm weiter, kite ihn wieder und guck, dass ich ihn wieder in die Phase krieg. Der erste Angriff ist wahrscheinlich irgendeiner von den Special von denen, ne? Egal, ob der jetzt hochspringt oder ob der irgendwie... Was weiß ich, mach's, ich habe ja ein bisschen Zeit. Das hört sich nach einem Plan an. Ich glaube, das machen wir mal. Mal gucken, mit welcher Waffe wir da reingehen. Ich fand den Stab eigentlich gerade ganz nice, den ich irgendwie zuletzt equipped hatte. Und den habe ich vorher noch gar nicht gezockt. Aber der erschien mir ganz fresh. Gucken wir mal. So schwer kann der ja nicht sein. So. Mal noch irgendwas gehen. Das benutzt man gerade eh nicht. Wo ist der Stab? Das ist, glaube ich, sowieso viel geiler. Dicker Hit. Entweder den oder... Pack mal die Beile mal weg. Das ist unser dickstes Ding. 116er. 59 Angriff. Ich glaube, das ist schon das Dickste, was wir haben. Dann haben wir sowieso nur zwei Hits, dann ist Ausdauer weg. Oder mehr oder weniger einen dicken. Okay. Machen wir einen dicken. Ein bisschen slow wechseln. Ich habe auch keine Gegenstände mehr. Kann ich hier welche kaufen? Buff shit. Boah, es war ein Versehen. Das macht keinen Miesen hier. Kaufen.
Spirituelle Magat. Ach so, oder was? Was wollt ihr dafür von mir? Einfach so reincashen. Kriegt ja noch ein Opfer von mir. Göttlicher Reis. Den Scheiß eh nicht. So. Okay, okay. Ganzen DSC-Kram. Aber egal, den brauchen wir nicht. Ah, hiermit kann ich die Spieler herbeirufen. Richtigen. Egal. Und den Dude jetzt an. Probieren das einfach mal solo. Soll der Geiz. Also holen wir uns gleich ein Dude ran. Gucken wir nochmal. Damage. Ich glaube, so das am Kopf treffen ist halt einfacher gesagt als getan. Aber alles gut. AMK.
War das Wort? Ich hab keine Aussage mehr. Okay, aber das war das Wort. Gecheckt, ich glaube, das kriege ich hin. Fucking nochmal nicht wahr sein. Raus. Ich feiere den Stab. Heute zusammengehangenen Nunchucks, whatever es ist. Damage. Sunset. Sukon. Okay. Komm, gib mir mehr von den Becher, dann hol ich mir den Säge ran und dann Feierabend. Schau den auf den Kopf, der Säge macht den Kopf. Mm.
No. Becher haben wir. Stufe 9. Das ist nicht so cool. Einer nach dem anderen hier. Kann es nicht sein, dass diese Boys einfach so locker easy sind? Und dann kommt El Grande Enki da, Alter, macht seine Affen-Moves und Feierabend ist. Medizin. Kaputt hier. Zerstör es, Brudi. Ich weiß auch nicht, wie ich. Oh, okay. Ich werde von diesem Move diese Nacht auf jeden Fall träumen, Alter. Es kann nicht sein. Es kann fucking nochmal nicht sein. Scheiß auf den ganzen Mist, das hat ja alles keinen Wert hier. Level ist ja jetzt auch daneben. Ich guck jetzt, ob ich da noch irgendwelche Skills rauskrieg und dann müssen wir den wegmachen. Ganz einfach. Sí.
Nein, er braucht noch einen Becher mehr. Okay. Becher kriegen wir hin. Du ran. Gib mir die Ausdauer. Luck, luck, luck. Okay. Vollgas. Wo hab ich die Becher gerade herbekommen? Wayne, Brudi. Dein Schwert sieht so aus, als könnte es Enki erlegen. Good job, Wayne. Good job, Wayne.
Wait. No. Ich bin einfach zu bad. Also wir haben jetzt noch eine Möglichkeit. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich stamp mir drei von den roten Dudes da unten. Und dann holen wir uns wieder ran. Gamebreaker. It's the Gamebreaker right here. Nutzen. Zwei Teile. Der ist der hier.
alles, ne? Es ist ein Fick. Becher, so einen brauche ich noch. Scheiß auf dich mit den Clownhänden, Alter. Kein Bock auf so Wichser. Fehlt mir gerade noch. Komm ran. Es tut so weh. Es geht einfach nicht. Und schon drei Becher. Hier ist Salz, sehr gut, super. Das Opfer zurücknimmst. Kommen jetzt einfach so rein. Das ist dann wohl da oben, oder? Das ist die Anwesenheit eines Besuchers. Rettung naht, Freunde der Sonne. Rettung naht. What? Du bist kein Besucher. Von the Shadow, Alter. Ich mach einen Rückwärtsalto. Die hast du verdient. Wenn du dich jetzt von Enki weghauen lässt, Alter, dann ist aber für heute Feierabend, das sage ich dir. So einen Scheiß habe ich nicht drauf, da ist noch einer. Jetzt kommt das ganze Tag-Team, komm, jetzt machen wir hier auch keine Scherze mehr. Ihr beiden. Und ich. Chat, wir gucken uns das jetzt einfach ganz entspannt an, wie das die Profis machen und lernen fürs nächste Mal. So machen wir das. Genau so. Machst den Super Swoosh da rein. Was machen die da? Da oben kann man was umhauen, oder was? Okay, das war jetzt zugegebenermaßen ein bisschen deprimierend, aber wir haben das hier erfüllt. Kriegst noch eine Verbeugung von mir. Dank TYG. AMK haben die Boys den zerlegt. Und ich glaube, das war aber auch nicht ganz deren Level hier, was hier abging. Moves, die drauf hatten, die hatte ich auf jeden Fall nicht auf der Schippe.
Die haben hier oben den Baum kaputt gemacht. Vielleicht wäre das auf jeden Fall noch so ein Ding gewesen. Das werde ich auf jeden Fall alleine nochmal probieren. Aber ansonsten war es jetzt einfach nur Imber. Hacker Scheiß. Kranker Scheiß. Die Mode, Beile, Räucherwerk. Räucherwerk können wir immer gebrauchen, das ist immer nice. Stufe 14. Ich glaube, ich muss diese ganzen Moves halt erst im Trainingscenter halt irgendwie erst erlernen, weil ansonsten ist das wahrscheinlich alles daneben, oder was heißt daneben, aber... auf jeden Fall mit. TMTX, 09. Passt. Passt, passt, passt. So, Freunde. Wir haben lang gekämpft. 2 Stunden lang, um die fucking Nebenmission hinzukriegen. Ich habe mich heute echt ein bisschen bedeppert angestellt, war. Keine Ahnung, was da los war. Aber der hat mir alles abverlangt. Zum Glück haben wir da noch ein bisschen Verstärkung bekommen. Und haben es dann trotzdem noch gelegt. Ich schau jetzt einfach mal, ob wir noch irgendjemanden begrüßen können. Der jetzt hier gerade noch Neo zockt, ja, kann man ruhig mal klatschen, Yassin. Kann man auch ruhig mal klatschen. War nicht die beste Runde, aber kann man auch ruhig mal klatschen. So, jetzt schauen wir mal, wer hier gerade noch so Neo 2 spielt. Sehr cool, ne? Er spielt mit 12 Leuten und der ist auf jeden Fall weiter als ich und anscheinend hat er es drauf. Von daher würde ich doch einfach mal sagen, gehen wir den nochmal besuchen. Ich danke euch allen fürs Zuschauen auf jeden Fall. War schön, dass ihr mit dabei wart. Nächstes Mal geht's weiter mit der Hauptmission und dann wird auf jeden Fall wieder ein Backflex. Macht's gut. Bye bye. Ich bin gerade, es tut mir mega leid, ich bin gerade mega im Fokus. Weil die Schlange mir ein bisschen auf den Sack geht. Ja, Mann. Was habt ihr denn zuletzt gestreamt? Auch Neo 2, geil, Alter. Ich hoffe, du bist besser als ich im Neo, weil ich bin nur nicht so krass geil. Ne? Wie war denn der Stream? Ja, ja, ich bin immer noch live. Hoffentlich reißt du mehr als ich, okay, dann. Ja, lief bei dir auch nicht so gut. Dann lief bei dir leider auch nicht so gut. Schon wieder? Oh, mega versagt.
um die Moves. Wir sind hier, um die Moves auszugucken. Bei wem warst du denn? Bei der Schlange auch, oder was? Aber Bro, das ist auch schon mal 20. oder weiß nicht, wie viel da wir es versucht, ne? Also. Ist auch nicht gerade First Try bei mir. Aber mega cool von dir, Alter. Danke für den Raid. Mega Ehre. Vielen Dank, Alter.